Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Feed the Beast Together. Monster natürlich, hierbei wieder will ich Master Greg werden. Sonst würdet ihr jetzt hier nicht bei mir schauen. Heute bin ich mal wieder alleine, aber diesmal aus gutem Grund. Und zwar nicht nur meinen coolen, awesome Raum hier zu zeigen, sondern weil ich bei mir jetzt kurz was meine Basis geplant haben. Habe, klar. Für mein Vorgehen brauche ich Wireless Redstone. Dun, 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 dun. Das ist alles, was zum Wireless Redstone dazugehört. Was wir aber heute bloß craften werden, ist das Remote und den Wireless Receiver und das ganze Zeug, was natürlich dazugehört. So, für den Receiver brauchen wir Stone Slabs. Davon habe ich ein paar. Redstone habe ich auch da. Obsidian Stick schauen wir uns gleich an. Ein Receiver Dish. Besteht aus Transceiver und Stone Bowl. Die Stone Bowl wird einfach nur Stein gemacht, davon können wir gleich ein paar machen. Genau brauchen wir 5 Stück. Und von diesen Fackeln sozusagen brauchen wir 6 Stück. Wieso 6, erkläre ich euch gleich. Weil das Remote auch einen braucht. So, machen wir uns erstmal hier so einen Knopf. Und dann gleich machen wir uns sofort einen Remote. Ups, falscher Rucksack. Und was ich natürlich auch ganz schnell vergessen habe. Ich habe das so schnell vergessen, das weiß ich gar nicht mehr, dass ich es vergessen habe. War natürlich, wir werden auch Enderperlen brauchen. Nehmen wir mal ein Stack mit. Ein Stack Enderperlen besteht ja immer aus 16 Stück. So, wollen wir mal. Also, 5 von denen. Also hoffe, dass ich bloß 5 von denen brauche. Und 1 für das, das heißt, ich brauche 6. Und die Sticks macht man mit diesen Reefer Pearls und können wir mal so hinlegen. Davon brauchen wir, wie gesagt, nur 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Dann einen Stick leicht zu machen. Von dem brauchen wir erstmal 6. Und dann nochmal hierfür. Und für die 5 Stück brauchen wir 5. 2, 3. Ja, okay, ups, das habe ich ja sogar nicht viel gemacht. Ja, gesagt, 3 zu viel, aber egal. So, wollen wir die mal hier verbinden. Wireless Transceiver. 6 Stück. Chest Zombie. Irgendwo versteckt er sich. So, jetzt haben wir eine Remote. Die zeige ich euch dann gleich nochmal, was sie nochmal macht. Kann man sich aber leider, nicht leider, sondern kann man sich ja auch schon denken. So, dann haben wir jetzt die Stone Bowls hier. Und das zusammen, Receiver Dish. Dann das, dann dies, dann tralala. Und tada, so, Wireless Receiver, 5 Stück, passt. Können wir mal auf Sortieren klicken. So, dann platzieren wir das mal hier so ins Inventar. Denn ich habe hier... Tada, Drawbridges statt den normalen Steindingern, die ich hier hatte. Und zwar auch noch hier, hier und hier wie vorher. Hier hat sich ja nichts geändert. Und natürlich auch nochmal hier. Ich will mir die ganzen Segmente abtrennen lassen mit einem Knopfdruck. Den Zombie hätte ich mal weg, den brauche ich gar nicht. Das sieht irgendwie scheiße aus da. Aber egal. So, da. So. Also, was ich jetzt gehofft natürlich habe, ist, dass ein so ein Ding ausreichend tut. So, gut, das sieht nicht. Das müssen wir kurz mal hochbauen. Nein, nicht mit dem. Das kann man nicht so schnell abbauen. So, jetzt muss ich es drehen. Ach, toll. Gut, also er ist auf Stufe 0 eingestellt. Gucken wir mal. Ne, machen wir mal auf. So, los. Kann man sich natürlich schon denken, was ich jetzt mache, wenn du kennst. So, passt. Hier mal runter. Natürlich passiert hier noch nichts, ich habe hier noch nicht mal was drinnen. Tun wir mal zum Test mal Stein rein. So, das Problem ist natürlich, ist es auch Knopfdruck. Und ja,
Eine Sekunde kurz zu warten hier. Ich muss ganz schnell was machen. So, wenn wir jetzt zurück. Ich hatte jetzt das Fenster gerade noch offen, das habe ich noch schnell zugemacht. Wäre schlauer gewesen, wenn ich es vorher gemacht hätte, aber egal. Aber egal. So. Also, der Test sagt schon mal, es würde so klappen. Das einzige Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, dass es so nicht klappen tut. Also, so. Genau so, wie ich es jetzt gerade mache, wird es nicht klappen. Deswegen, was ich mir auch schon gedacht habe, nein, ist auch nicht so gut. Ich hätte mal eine Unmenge an Redstone zu fackeln. Da sind sie ja. Die können wir dann später wieder vor. So. Meine Idee natürlich wäre, dass ich das so mache. Dann wird die mit. Okay, bevor wir es machen, tun wir schon mal in alle Drawbridges was rein. Zum Test. 3 sollten reichen pro Stück. Aber ganz so wie ich es jetzt gleich mache, wird es nicht klappen, soweit ich weiß. Weil ich will es ja wie ein Knopfdruck haben. Und das ist bloß eine. So. Klappt nicht so ganz, wie ich es so haben hätte wollen. Dann müssen wir es wohl so machen. So. Mit Redstone. Und dann ich frage mich gerade, wie ich das machen könnte, sowas wie beim Knopfdruck ist. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Ja, ich hätte ein bisschen, vielleicht vorher ein bisschen Redstone machen müssen. Bevor ich das die ganze Folge mache, aber zuerst wollen wir mal ein bisschen vor der Kamera testen hier. Klingt natürlich nichts, weil die Fackel wird ausgemacht, aber... Ups. Aber das Redstone bleibt an. Deshalb muss ich das natürlich ein bisschen anders machen. Ich muss die Fackel dann hier machen. Und ich umdrehen. Und dann machen wir es nochmal so. Da kommt die Fackel hier hin. Dann sieht es genau so aus. Ja, so wie es damit. Aber noch nicht ganz genau so. Denn ich will es ja wie bei einem Knopfdruck haben. Dass man es hin und her schaltet. Und da könnt ihr mal kurz schauen. Switch brauchen wir sozusagen. Und da ist es glaube ich nicht dabei. Ich suche mal kurz ein bisschen rum und dann geht's gleich weiter. So, und hier bin ich wieder. Wir brauchen Toggle Latch. Das war das Ding, was ich jetzt nachgesehen habe, was jetzt dann gepasst hat. Es hat beim Signal einfach nur umgeschaltet, also von Redstone an auf Redstone aus. So, und dafür braucht, also die Toggle Latch baut man so. Man braucht Circuit Plates,
also ein Lever, ein Schalter. Conductive Plates machen wir mit Redstone und so ein Circuit Plate und dann machen wir noch so eine Cathode, Redstone, Fackel und noch so ein Plate. Und so ein Plate, so kommen zwei Stück davon, wenn man Stein schmilzt. So, wollen wir mal anfangen. Ich brauche ja 5 Stück. Da ich jeweils 10 Fackeln brauche, brauche ich also 10 dieser Kathoden. Dann als nächstes, wir brauchen genauso 10 dieser Redstone-Dinger. Wie auch immer die nochmal heißen. Die Kathoden kommen so hin. Die Redstone-Teile gehen dahin. Wir brauchen dann 5 Schalter. So, 5 Stück. Und der Rest wird so verteilt. 5 Toggle-Latches. Passt. So. Ich werde dann das Design mal kurz einmal zeigen, wenn ich mal durchgegangen bauen wir uns mal wieder hier hoch. So, wir machen das dann so. Das baue ich mal kurz ab. Ziehen wir so hin. Toggle-Latch dann dahin. In, out. Kurz drehen. Jetzt müssen wir mal kurz anders machen. Sondern sozusagen im Kreis machen. So. So. Noch ein Redstone. Tada. Also. Jetzt stellen wir noch das Signal ein. Jetzt. Aus. An. Aus. An. Und so weiter und so fort. Dann bauen wir uns jetzt hier runter. Wir stellen fest, dass wir... Ups. Ich hoffe, ich habe nicht jetzt den Server gecrashed. Das wär's. Habe ich nicht. Och man, jetzt habe ich aber so ein Teil verloren. Jetzt wisst ihr es, man darf nicht so ein Teil einfach so kaputt machen. Das finde ich jetzt aber blöd. Ohne Scheiß. Na, zum Glück kosten die Dinger keine Diamonds. Also jetzt weiß ich, man sollte das lieber nicht kaputt machen und dann drauf schauen, weil ansonsten fliegt man vom Internal Server. Danke. So. Und so werde ich das jetzt dann hier überall machen. Da ich aber heute nicht nur mit Redstone langweilen wollte, wie dem da, sondern auch noch mit etwas anderem. Kartograf, okay. Ich wollte euch heute noch die Strongbox zeigen. Nicht so, weil sie so stark ist, sondern weil sie so cool ist. So, wir brauchen erstmal die normale Strongbox. Dafür brauchen wir eine Kiste und sind außenrum. Kisten habe ich noch ein paar übrig gehabt. Hier drinnen. Damit habe ich noch 14. Gehen wir kurz zu unserer Crafting Box, die da hinten steht. Ich habe ja nur eine Crafting Box im ganzen Untergrund, Base und so. Was ist denn an der Strongbox so toll? Erstens, ich kann Owner bestimmen. Und zwar Public Access wäre, alle können es benutzen. Owner only, ich kann es benutzen. Und für Restricted, dafür muss ich dann einen Dingensens hier, Friend, bla 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 schreiben. Ich frage mich, ob das wirklich so funktioniert. Nein. Ich weiß jetzt nicht mal, wie dieses Command geht, aber man kann einen Text, also kurz einen Befehl schreiben, der dann auch anderen erlaubt, solange man in diesem Modus hier ist. Aber ich brauche natürlich einen Owner-Only, weil das Ding gehört mir, nicht den anderen. So, was ist denn das Tolle daran? Ich kann jetzt Sachen reinlegen, meine Welt schnappen und mitnehmen. Und das Holz ist noch drin. Jetzt kann ich also jetzt irgendwo hier hingehen und platzieren. Und tada, es ist noch drinnen. Das ist das Schöne an einer Strongbox. Das Witzige ist, ihr könnt eine Strongbox in eine Strongbox reintun. Ja, es geht so weiter. So, can store things, that store things, so you can store things while you store things. Genau das meinte ich auch.
So, und das jetzt, das ist beschissen natürlich, jetzt wird sie euch denken können, ja okay, kann man mitnehmen, aber die Strongbox kann nichts aushalten. Deswegen gibt es ja natürlich auch mehr Strongboxen. Und die nächste Strongbox, die wir hätten, wäre die harten Strongbox. Dafür brauchen wir einfach nur Invar. 4 Stück. Und Invar war ja nochmal... gleich haben wir's. Ferrous und Eisen. Davon haben wir sicher, was hier drin liegen. Eisen ja, Ferrous nein. Schnappen wir uns nochmal ein bisschen Ferrous und Eisen, davon habe ich genug. Dann Ferrous Eisen. Und außen hatte ich sowieso noch hier Invar irgendwo rumliegen. Zwar ganz wenig, da haben wir es ja. Können wir schon mal mitnehmen. So, du musst mal kurz allein. Dann da. Falls ihr fragt, wie ich das überhaupt da gemacht habe, dass ich deine Golden Kiste habe, ihr braucht einfach ein Iron to Gold Upgrade. Upgrade. Und das ist dann dieses hier. Nee. Iron to Gold, genau. Braucht halt ein bisschen Gold. Ferrous, Iron. Neue Recipe. Wie ich sehe, da darf man das nicht so machen, dass man sie in den Dutch Smelter zusammen macht, oder? Nee, darf man schon. Ich brauche bloß 2 Eisen. Ah. Und ich habe natürlich kein Eisen drin. So, ein Eisen. Danke. Dann... Ich habe mir gerade gedacht, das ist natürlich ein bisschen blöd für mich, dass ich eigentlich überall Lava habe, weil Lava ist so laut und die ist bei mir irgendwie so genauso laut wie meine Stimme. Aber kann man nichts machen. Das Einzige, was ich da machen kann, ist Soundleiter stellen. Damit ich lauter bin. So. Jetzt haben wir genug Invar für eine bessere Strongbox. Wir brauchen ja bloß 4 Stück. Eine Strongbox. Tada, wir müssen harten Strongbox. Und deren Inventar ist jetzt so groß. Ich glaube, das ist nicht mal annähernd. Ist immer noch nicht so groß wie die einer normalen Strongbox. Können wir mal kurz hier das aufheben und anschauen, wozu man es noch gebrauchen kann. Hardened Glass, davon habe ich genug. Ne, warte mal, ist hier unten. 1, 2, 3, 4. Zum Glück hatte ich noch so viel. So, 1, 2, 3 und 4. Ich kann zählen. Und jetzt ist die Strongbox schon so groß. Wie eine normale Kiste. Und wozu kann man die benutzen? Nein, nicht dafür, sondern für Enderium Ingots. Eine Resonance Strongbox. Und die wollte ich heute auch nochmal machen. Das ist ein bisschen blöd von mir. Aber egal. Enderium, ihr wisst ja, dafür braucht man Zinn und Shiny Ingot Pulver. Und für das andere Zeugs brauchen wir Pulverized Coal, einmal Pulverized das andere und Pulverized das andere. So, Blaze Powder, einmal pulverisiert haben wir. Einmal Shiny Agent pulverisierte. Gut, ist ausgestellt. Und da brauche ich noch 10, 1, 2, 3 Stück pulverisieren. Währenddessen kann ich in das Mama Crucible 4 Enderperlen reintun. Und dazu brauche ich einen gleichen Eimer. Ja, ich hatte hier noch einen Eimer mit Redstone. Sieht witzig aus. Eimer mit Redstone, das ist dann wie normales Redstone, nur halt flüssig. So. Schnappen wir uns dann mal hier ein paar Eimer. Passt. Und als nächstes brauche ich hier noch Coal Dust. Hatte ich hier drinnen. Sulfur. Weiß ich nicht mehr, ob ich das noch in Dustform habe. Aber ich hatte es in Cloudform und die kann man, glaube ich, in Sulfur machen, genau. 2, 3, 4. Und Redstone haben wir dabei, genau. Redstone haben wir genug. Was ich euch dann auch schon mal zeigen kann. So. Was Resonant Ender in Flüssigkeitform macht. Ihr teleportiert euch irgendwo hin. Das ist aber jetzt bei der Lava nicht ganz so schön, wie in die Lava rein teleportiert zu werden. Hör ich lieber auf. So. Machen wir schon mal dieses Resonant Ender Blend.
1, 2, 3. Und das Shiny-Zeugs habe ich nicht aufgesammelt. Ja, habe ich nicht aufgesammelt gehabt. Tada. Randirium Blend. Packen wir mal da rein. Sulfur habe ich nicht da, also können wir es gleich so machen. Das können wir schon mal in den Induction Smelter rein tun. Dann brauche ich Sulfur, Coal, Redstone und Blaze. In der richtigen Reihenfolge natürlich. Oder? Blaze Powder, Redstone, Coal Dust, Sulfur. Blaze Powder, Redstone, Sulfur, Coal Dust, Pulver. Coast. Firm Expansion, Rotary Craft und Industrial Craft akzeptiert. Nature akzeptiert es aber nicht. Also dieses Sulfur können wir nicht verwenden. Leider. Finde ich jetzt blöd. Was kann man denn sonst ein Sulfur herstellen, wenn wir Nelquartz produzieren? Sulfur Ore, davon haben wir gleich gerade nichts da. Oder 10% Netherrack. Von Netherrack sollte ich glaube ich noch genug da. Nein, hier habe ich gar nichts. Soweit ich mich nicht täusche. Ach ne, gar nichts. Klar habe ich nichts von Netherrack dabei. Dann tun wir jetzt mal den Pulverizer rein. Hoffen, dass es gleich beim ersten Mal rauskommt. So. Also nach dem 10. Mal müsste es ja rauskommen, rein logisch gesehen. So, ansonsten gibt es sowas wie Resonant Portable Tank. Ein Portable Tank kann auch dann viel mehr halten. Was ich noch kurz schauen wollte, war Tesseract. So, ein Tesseract braucht man 1000 Millibuckets. Das sind 4 Enderdings. Enderium Ingots, Hardenglas und Diamant, also die sind irgendwie total billig geworden. Weil Silber und Bronze und so. Ja, die sind eigentlich total billig geworden. Ah, damals ja schon. Und mehr Sulfur könnten wir ja eh gebrauchen. So, Perifilm Dust. Ich mache mich also jetzt dann gleich, nicht jetzt, sondern für bis zur nächsten Folge, mache ich mich dann mal dran, dass ich mir einen Tesseract baue. Und den erkläre ich euch dann in der nächsten Folge. Weil ich glaube, ihr habt jetzt oft genug gesehen, wie man ein Enderium macht. Und die Dings Strongbox wollte ich euch nochmal zeigen. Was gleich schon etwas interessanter ist. Die kann man jetzt für nichts nicht mehr upgraden? Nein, kann man nicht. So, das ist mal eine größere Kiste. Also kann ich jetzt zum Beispiel das da alles da rein tun. Mir das hier rausholen. Und dann hier rein tun. Wenn ich das irgendwo mal bedauchen könnte, kann ich es mir vorausholen. Außerdem das Schöne ist, wenn ihr Shift drückt, könnt ihr sehen, was da alles drin ist. Ich glaube, so ein Strongbox kann auch mal Fusion aushalten, also. Aber das können wir jetzt hier nicht testen. So, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play, viele Beasts Together, Monster und so ein Zeugs, aber diesmal, nächstes Mal natürlich Together. Und auf Wiedersehen.